Argentinien, PTS, Parteisozialistische Arbeiter, Vorwärts zu den Arbeiterräten, Norbert Melzer, für eine basisdemokratische Räterepublik. Nach zunehmender Inflation und weiteren Sozialkürzungen wurden wieder Betriebe besetzt. Die PTS steht vor dem Aufbau einer basisdemokratischen, revolutionären Massenarbeiterpartei. Die sozialdemokratischen Kirchners betrieben seit 2003 eine Politik der Abschottung Argentiniens und konnten damit die Inflationsrate bei 7,5% begrenzen. 2014 aber kam der Prozess in New York wegen einer uralten Kreditschuld und die Inflationsrate sprang auf den 2002er Wert von 43%. Im November 2015 wurde der neoliberale Mauricio Macri gewählt, von den USA unterstützt. Mit einschneidenden Sozialkürzungen schaffte er die Rate 2017 wieder auf 27% runter. 2018 aber wurde die Gegenwehr so derart massiv, dass sie 2018 sogar auf über 50% hochschnellt. Im Mai 2019 schnellte sie sogar auf 57% hoch. Macri kennt nur das Mittel, die Krise von den Arbeitern bezahlen zu lassen. Massenhaft tauchten die Kapitalisten wieder wie 2001 aus Argentinien ab und zwangen damit die Arbeiter dazu, damit sie nicht ihren Arbeitsplatz verlieren, ihre Betriebe zu besetzen. Siehe Video Weltspiegel G20-Gipfel im Krisenland Argentinien. Link 1. Der große Cash hat noch nicht mehr angefangen. Da kommt dank Macri zu den 387 selbstverwalteten Betrieben in Argentinien schon einige Dutzend dazu. Und zu allem Schreck kamen die Vorwahlen am 6.8.2019 und einer deutlichen Niederlage für Macri. Klasse gegen Klasse. André Gatte schreibt, Zitat: Die gestrigen Vorwahlen waren ein Schreck für die Regierung. Mit 32,08% liegt ihre Wahlfront gemeinsam für den Wandel über 15 Prozentpunkte hinter der peronistisch-kirchnerischen Front aller, die 47,65% erhalten hat. Zitat Ende. Die Sozialdemokraten aber sind nur ein anderes Übel. Sie versuchen nur, die Notlage der Arbeiterinnenklasse etwas abzumildern. Nicht um die Arbeiter zu retten, sondern um das arme Kapital zu retten. Zitat: Indem die Sozialdemokratie, erklärt Leo Trotzki, die revolutionäre Energie des Proletariats paralysiert und bremst, verleiht die internationale Sozialdemokratie den Prozess des kapitalistischen Zusammenbruchs die blindesten, zügellosesten, katastrophalsten und blutigsten Formen. Zitat Ende. Aus Leo Trotzki, Der einzige Weg, Kapitel 8, Der Weg zum Sozialismus. Link 3. Die Neoliberalen, ob de la Rua, Link 4.
Oder Maggi. Sie sind die besten Garanten dafür. Das noch vor dem endgültigen Zusammenbruch der kapitalistischen Produktion, die Betriebsbesetzungen kommen. Auch vor den Rätebewegungen, nach den Zusammenbrüchen der nationalen Kapitale. Ob Paris 1871, Russland 1905 und 1917, Deutschland 1918, Ungarn 1919, Italien 1919, 1920, Spanien 1936, Portugal 1974, 1975, Iran 1979 oder Oaxaca in Mexiko 2006. Immer waren das entweder konservative Könige, Kaiser, Faschisten, Diktatoren oder Bürgerliche. Hauptsache konservativ. Die Todfeinde der Arbeiterklasse sorgen schon dafür, dass die Betriebsbesetzungen weitergehen werden. Die PDS, die Partei, die zusammen mit den anderen Trotzkisten in der FIT Front der Linken die selbstverwalteten Betriebe unterstützt, bereitet schon alle auf die Räterepublik vor und manifestiert dies in ihrem Aufruf. Link 5, Zitat: Zweitens nimmt die PDS vor, Sozialistische Arbeiterpartei, Trotzkisten, die Tendenzen zur Umgruppierung und Koordinierung zu fördern, die in der Arbeiterinnenklasse als erste Reaktion auf die Angriffe von Bossen und Regierung auftreten können. Auf der Grundlage von Beiträgen von Arbeiterinnen als Delegierte konnte der Kongress die Existenz solcher Erfahrungen feststellen, die Schritte in diesem Sinne ermöglichen. Für die revolutionäre Strategie des Trotzkismus bilden diese Tendenzen eine unverzichtbare Grundlage für die Perspektiven von Koordinationsgremien oder anderer Organisationen, die auf die Wiederherstellung der historischen Erfahrung, jetzt spitzt die Ohren, Räte der Arbeiterinnen und der anderen unterdrückten Sektionen abzielen, die einen guten Teil des 20. Jahrhunderts durchzogen. Solche Organe könnten es ermöglichen, eine eigenständige Macht der Arbeiterinnen und der Gesamtheit der Ausgebeuteten zu begründen. Zitat Ende. Klasse gegen Klasse. PDS-Kongress. Eine Kraft organisieren, um mit dem IWF zu brechen. Eine sozialistische Basisgesellschaft wollen die. Ihr entscheidet der Wähler. Solch ein Aufruf steht immer vor der konkreten Organisation. Auf einem Kongress die Sprecherräte und die Koordination in revolutionäre Arbeiterräte umzubenennen. Ich denke, bis zum Februar 1917 ist es nicht mehr so weit.